So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Wir sind beim letzten Mal in Dumas Klanggebiet vorgedrungen. Und glaube, dass er uns hier auch gleich erwartet. Ich will jetzt gerade noch mal kurz. Wobei doch, der Weg müsste frei sein. Der Weg müsste, meine ich, frei sein. Hier müssen wir einfach nur die Tür aufmachen. Mein Bruder Duma, zu Lebzeiten ein mächtiger Krieger. Dass ich ihn hier fand wie ein aufgespießtes Schwein, hätte er als entsetzliche Schmach empfunden. So. Jetzt interessiert mich etwas. Warum das? Ja. Ich möchte das nämlich echt gerne mal wissen. Kommst du, um meine Seele zu retten, mein verlorener Bruder? Nicht um sie zu retten, sondern um sie dir zu nehmen. Nur die Befreiung wird dich retten. Wir können ihn so jetzt erstmal nicht besiegen. Ich möchte jetzt erstmal nur mal wissen. Okay. Ich wollte nämlich wissen, wie die Szene ist, wenn man ihm in dieser Welt gegenübertritt. Denn da wir ja eben in der allerersten Szene gesehen haben, dass er durchlöchert ist mit Speeren, kann er uns hier auf dieser Ebene nicht gefährlich werden. Das Problem ist, wir kriegen ihn so aber auch nicht tot. Das heißt, wir müssen ihn von den Toten auferwecken. Kriege ich dich auch noch? Jo. Mal sehen, ob sich die Szene geändert hat. Zack. 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 Endlich entfesselt. Ich danke dir, Bruder. Nein, die Szene hat sich nicht geändert. Dein Dank kommt zu früh, Duma. Ich habe nicht vergessen, wessen Hände mich in den Abgrund warfen. Die Jahrhunderte in der Vorhölle haben mich stark gemacht. Nicht einmal Kain ist mir ebenbürtig. Auch der stärkste Vampir ist verwundbar. Wir sollten diesen Gedanken prüfen, Raziel. Was früher Blutdurst war, ist nun ein dunkleres Verlangen. Deine Seele wird mir gehören, bevor der Tag zur Neige geht. Was hier lauf. Ja, er hat diese komische Geisterfähigkeit. Das Essen an diesem Bosskampf. Wir können ihm so tatsächlich nicht schaden. Oh. Und ich mit dieser ekelhaften Kamerafahrt. So, komm. Das Schlimmste ist, ich bin übelst langsam. Weißt du, ob er mir folgt? Nein, tut er gerade nicht. Muss er aber. Okay, Löchchen. Hallo. Oh Gott. Ich will nicht.
Ich will nicht mehr. Ich hasse diesen Gegner. Er ist auf jeden Fall noch hinter mir. Duma. Nein. Quasi. Rasi. So. Bitte, 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 bitte. Bitte. Lass sie da drin sein. Ja. Nachdem du Dumas Seele verzehrt hast, kannst du ein Band aus spektraler Energie um deine Feinde winden. Diese Energie manifestiert sich auf der spektralen und auf der materiellen Ebene. Und in der körperlichen Welt lassen sich damit Gegenstände bewegen, die du sonst nicht von der Stelle brächtest. Ich hasse Kämpfe, wo ich vor dem Gegner weglaufen muss. Liegt der hier noch? Nee. In der Szene sah es gerade so aus, als wenn er hier noch liegen würde. Jetzt ist einmal die Frage. Hier in Dumas Gebiet gibt es nämlich einmal das Lebenssteinchen. Ich muss jetzt erstmal wieder überlegen, wo dieses Lebenssteinchen war. Ich habe es nämlich nur einmal gefunden. Bisher. Und von daher... Ich glaube aber, dass es in der Anfangskammer... hier irgendwo war. Also in der Endkammer. Irgendwo bei seinem Thronsaal. War das hier? Ich glaube, hier müssen wir Gang lang. Jo. Objekt umkreisen. Ach du Grüne, das wird ja hier überhaupt nicht funktionieren. Wie soll ich das denn machen? Ich krieg das in echt schon nicht hin. Gut. Das wird jetzt ganz viel Geduld erfordern. Jo, einmal. So. Na toll. So. Die Energie hier nehmen wir einmal mit. Wie viele Tore gibt es? Zwei noch. Oh. Gut. Was ist hier drin? Okay. Hier ist eines der Lebensdinger drin. So. Wow. So, jetzt muss ich Gegner besiegen, um hier wieder rauszukommen. So, einmal. Zweimal.
Okay. Oh, oh. Warum kann ich diese Szene nicht am Gamepad machen? Was ist hier? Toll. Ist einfach nur so ein Aufbild-Dingens. Na gut. Also dafür haben wir unseren Story wenigstens wieder. So, jetzt können wir auch die restlichen Secrets holen. Jetzt muss ich... Gut, bei dem anderen weiß ich noch, wo es ist. Das andere... Ich glaube, den Ort weiß ich auch, da weiß ich nur nicht wieder, wie es funktioniert. Aber das Spielchen kennen wir ja. Und dann warten noch zwei Glyphen aus uns. Und für eine müssen wir wieder... Nee, für beides müssen wir bei Sephon wieder hin. Das eine dauert sogar relativ lange, die eine Glyphe. So. Nein. Das Tor, da. Töchchen. Durch. Tschüss. Diese wird wieder. In der am weitesten entfernten Schlucht von Osgoth umhüllt tiefe Stille ein uraltes Mysterium. Mhm. Im Inneren dieses Labyrinths erwartet dich dein Gebieter. Mhm. Den Gebieter gehen wir aber noch nicht. Sondern allererst in Razis Klanggebiet. Denn der ist auch noch etwas, das wir holen müssen. Was wir vorher nicht holen konnten. Apropos, ich speichere erstmal. So. Razis Klanggebiet. Huch. Was ist denn hier los? Minimaler Fehler. Aber okay. So. Tschüss. Hier hoch. Köchchen. Und zwar müssen wir jetzt... Huch. Einmal hier hin. Nicht so einen großen Bogen hier. So. Holen wir das Ding da einmal runter. Stöckchen. Und hier ist ein nächstes Lebensdingelchen. Jetzt fehlt uns nur noch einer.
15 gibt es, glaube ich, insgesamt. So. Dann öffnet sich das einmal. Da oben ist das Ding. Muss ich kurz einmal... Ist auch wieder so eine Stapelaufgabe. Okay. Eieieiei. So. Dann das hier einmal in die andere Richtung. So. Jetzt in diese Richtung. Rein. Das da drauf. Jetzt irgendwie so hinschieben, dass wir da aufkommen. Ja. Ich glaube noch einmal nach vorne und dann ein bisschen nach hier hin. Und einmal nach oben. Jetzt haben wir 34. Das muss ich einmal überlegen. 1, 2, 3. Warte, wir haben... Gut. Warte, in welches Gebiet haben wir das einmal geholt? Bei den Menschen haben wir es einmal geholt. Bei Sephon. Hier. Okay, eins fehlt noch. Da muss ich jetzt erstmal überlegen, wo... Muss ich echt überlegen, wo. So. Den gibt's noch. Ich glaube, dahinter ist nichts. Bin ich denn jetzt ausgetappt? Hm, seltsam. Gut. Wir sehen uns dann einfach, oder ich werde zumindest gleich die letzten zwei Teile werde ich gleich noch reinschneiden. Also einmal die letzte Leben und das letzte Mana-Ding werde ich reinschneiden. Und danach sehen wir uns bei den letzten zwei Glyphen wieder. Also, ciao!